Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Ja, wir waren in der letzten Folge und zwar auf dieser kleinen Insel. Oh, überall ein Lila-Strahl, zwei Lila-Strähle, nicht schlecht. Wir warten jetzt noch, bis der Lila-Strahl, wobei das würde eine ganze Weile dauern, bis der nach unten gekommen ist letztendlich. Ne, wir gehen mal weiter. Und zwar in dieser Folge, einmal werden wir darüber reden, wie es mit ARK denn weitergehen wird. Und das andere werden wir, es wird mit ARK weitergehen, allerdings gibt es da eine kleine Änderung. Klären wir es gleich am Anfang. Und zwar, ARK wird jetzt nicht mehr täglich auf meinem Kanal kommen, denn ja, heute ist der 23. Januar und zwar heute Nacht irgendwann um 3 Uhr nachts, beziehungsweise dann am 24. Januar um 3 Uhr nachts, wird irgendwann Subnautica aus der Early Access Phase raus sein. Ein Spiel, was ich unbedingt nochmal spielen möchte, und jetzt, wo es dann aus der Phase Early Access Phase raus ist, wird es auf jeden Fall so sein, dass ich das ganze Spiel nochmal anfangen werde, von komplett vorne. War vorher auch das beliebteste Spiel auf meinem Kanal, bis ich dann letztendlich ja durch war mit der Alpha-Phase. Beziehungsweise mit der Early Access Phase. Und ja, da es jetzt neu kommt, werde ich das Ganze so machen. Ich werde täglich Subnautica bringen. ARK wird zwei bis maximal dreimal die Woche kommen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Wenn sich dafür einer interessiert, einfach mal die Kanalinfos am besten schauen. Da wird es dann dementsprechend drinstehen, wann genau dann ARK kommen wird. Ich nehme mal an, aber es wird auch am Wochenende auf jeden Fall eine Folge kommen. Und ja, wir werden auf jeden Fall erstmal weitermachen, allerdings dann nicht mehr täglich, denn täglich wird dann, wie gesagt, Subnautica auf meinem Kanal kommen. Ja, ich hoffe, ihr seid trotzdem damit zufrieden. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch Subnautica an, wenn euch ARK gefällt. Es ist vom Spielprinzip her ähnlich, also es ist ein Survival-Spiel letztendlich. Hat natürlich nichts mit Bedienung zu tun, es spielt hauptsächlich auf dem Wasser bzw. unter Wasser. Und ist aber grafisch sehr nett. Und vom Spielinhalt her und Story und so weiter, eigentlich echt ein super Game. Was leuchtet denn da unten so grün? Man weiß es nicht. So, wir müssen jetzt leider erstmal landen, unser Agent Havas. Ich habe jetzt nicht auf die Ausdauer geachtet. Ja, vielleicht, aber wir werden jetzt in dieser Folge, werden wir jetzt so langsam auch sicher mal anfangen. Und zwar, ich möchte mir ganz dringend mal das Boot craften. Dafür habe ich hoffentlich alle Materialien zusammen. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall mal anfangen, den Taucheranzug zu machen, denn ich möchte mir eine Unterwasserbasis zulegen. Das heißt, so ein, ja, so ein Mini-Häuschen unter Wasser und mir den einen oder anderen Wasserdino zähmen, also beispielsweise den Megalodon. Ich weiß nicht, ob man diese Quallen, die ich bereits gesehen habe, zähmen kann, aber es gibt ja auch noch Rochen und unendlich viele andere Viecher wahrscheinlich, die im Wasser leben. Bis jetzt beschäftige ich mich damit noch nicht wirklich mit dem ganzen Wasserzeug, deswegen, es wird so langsam doch irgendwann mal Zeit nach der mittlerweile, ich glaube, 76. Folge ARK müsste das jetzt sein, oder 77. Folge ARK. Wird es irgendwann mal Zeit, auch das Wasser mal auszuprobieren. Des Weiteren, mit ARK wird es definitiv so oder so auf meinem Kanal weitergehen. Allerdings dann, wie gesagt, wird es wahrscheinlich dann erstmal mit Ragnarök weitergehen. Und ja, das allerdings dann wahrscheinlich auch auf einem Server mit der Community, also mit euch selbst. Allerdings genauere Infos dazu werden demnächst noch folgen. Momentan ist es ein bisschen viel letztendlich alles. Ich habe sehr viele Aufnahmen, mache sehr viele Livestreams. Diese Woche leider kein Livestream mehr, außer am Samstag, der definitiv. Sonst werde ich es zeitlich allerdings nicht hinbekommen. Deswegen, ja, nächste Woche dann soll wieder der ein oder andere auf jeden Fall drin sein. Das heißt, zwei, drei Stück sollte ich auf jeden Fall hinkriegen. So, wir fliegen jetzt einmal auf jeden Fall erstmal zu unserer Basis und machen uns einmal... ist das einer dieser bunten Strähle? Ich habe mal nachgelesen, es gibt bunte Strähle, das müsste so einer sein. Wir fliegen da jetzt schnell mal hin. Die haben letztendlich alle Farben in sich und sind irgendwie extrem selten. Das müsste so einer sein, weil für einen weißen Strahl ist das Ding ehrlich gesagt zu mega. Das ist echt extrem hell. Das ist kein weißer Strahl, oder was soll das darstellen? Ist das was komplett anderes? Das müsste einer dieser bunten Strähle sein. Ich sehe zumindest auch mehrere Farben. Das Ding ist riesig. So, Ausdauer haben wir Gott sei Dank noch. Vor allem ist es extrem hell. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das müsste einer sein. Einmal bitte landen. Nee, ist ein weißer Strahl. Schade. Sah aber, ehrlich gesagt, nicht wie ein weißer Strahl aus. Könntest du bitte nach unten kommen und mich mitnehmen? Danke. So, dann einmal zurück zur Basis. Ausdauer ist voll, das ist sehr schön.
Ja, wir werden jetzt schon mal in der Basis schauen, ob ich mir das Boot herstellen kann. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Dann fahre ich mir die Materialien noch schnell zusammen. Und wir machen uns auf jeden Fall allerdings den Tauchanzug. Dafür habe ich auf jeden Fall die Materialien in meiner Werkbank liegen. Beziehungsweise im Fabrikator. Bist du so mega langsam? Jetzt geht's. Mal wieder irgendwelche Probleme. So, schade, kein bunter Strahl, beziehungsweise Regenbogenstrahl, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich habe es auf jeden Fall mal im Internet nachgelesen, dass es sowas geben soll. Gesehen habe ich allerdings selbst noch keinen. So, unser Zähmkäfig ist auch eigentlich noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch ein Dach und so weiter. Das könnten wir auch mal fertig bauen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal eine Wasserbasis. Das interessiert mich momentan am meisten. Mit Strom habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Da wird auch noch einiges zu Strom kommen. Beziehungsweise wir werden hier auch noch Wasser in die Hütte reinlegen, aber das kommt dann erst bei Gelegenheit. So, wir schauen mal. Wie sieht es denn hier aus? Habe ich das Boot überhaupt schon gelernt? Das ist eine andere Frage. Motorboot. Ah, schwarze Perlen. Nee, schade, können wir nicht herstellen. Die schwarzen Perlen fehlen mir definitiv. Ich kann den hier auch an- und ausschalten. Ich habe heute eine Meldung dazu gekriegt, und zwar die schwarzen Perlen kommen anscheinend aus Skorpionen, kriege ich die raus, beziehungsweise unter Wasser müsste ich die irgendwo finden. Bin ich mal gespannt, da wir jetzt eine Wasserbasis bauen werden, werden wir auch definitiv solche Perlen finden. Aber wir brauchen erstmal ganz dringend, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen, brauchen wir den den Taucheranzug. So, herstellen sollten wir hoffentlich alles können. Ja, das sieht gut aus. So, das Rest des Zeug kann ich eigentlich gerade wieder rausschmeißen. Auch die... ist ein Plan sogar für die Armschienen. Oh, wir hätten eine bessere Sichel. Sichel habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet. Fortschrittlicher Bogen. Wo habe ich das denn eingesammelt? Fortschrittliche Metallaxt. Wie cool ist das denn? So, einmal den Taucheranzug raus. Dann können wir hier wieder ausschalten. Die Pläne legen wir gleich mal weg, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Halt. Boah, den Bogen fortschrittlich. 142% Damage. Der dürfte besser sein als meine Armbrust. Allerdings ist es halt mit dem Nachladen schwieriger. Wir werden den noch ausprobieren, allerdings nicht jetzt. Ich möchte mich jetzt wirklich erstmal darauf konzentrieren, dass ich hier mal versuche, in die Unterwasserbasis zu kommen, beziehungsweise mir eine hinzustellen. Denn ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dafür Materialien brauche. Oh, ich habe ihn noch folgen gelassen. Dann komm her. So, wir müssen uns jetzt erst einmal auf jeden Fall umziehen. So, einmal komplett in Taucherklamotten. Haben wir denn die Schere? Ja, wir haben die Schere noch. Oh Gott, mit Taucherhelm. Okay, Sicht leicht eingeschränkt, dafür Sauerstoff, Brille und Flossen werden angezeigt. Bin mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Geht denn das wenigstens? Ja, das geht. Annehmen. Einmal die Haare runterrammen. Nicht wirklich. Geht das nicht? Ah, Moment. So. Dann wieder auf den Agent Harvest gewechselt. Das mit der Taucherbrille ist echt ein bisschen strange. Und letztendlich können wir uns so schon mal an Subnautica gewöhnen. So, ich werde meine Basis, ich werde mal den Anfang, werde ich mal hier direkt an der Seite machen, an der Küste. Denn da habe ich einfach am wenigsten Flugweite. Ich weiß nämlich nicht, was ich für Materialien brauchen werde, wie ich sie genau bauen werde und so weiter und so fort. Wir müssen uns da so langsam aus sich erstmal hintasten. Vor allem möchte ich jetzt erstmal den Taucheranzug ausprobieren, was der letztendlich bewirkt. Ob ich da wirklich extrem lange unter Wasser bleiben kann oder ob da auch Sauerstoff abnimmt, wie schnell ich unter Wasser bin und so weiter und so fort. Schießen kann ich nur mit der Armbrust unter Wasser, allerdings wir haben 82 Pfeile dabei, da machen wir jetzt erstmal keine Sorgen. Boah, aber ein bisschen an der Küste eigentlich schon ganz schön. Hier ist einfach gar nichts. Ich glaube, hier drüben ist ein bisschen besser, dass ich nicht ganz im Sumpf bin. Wir testen es hier mal. So, erstmal ihn auf nicht mehr folgen. Du stehst auf neutral. Wir stellen dich mal auf... Nee, neutral passt. Falls er doch angegriffen wird. Illubite.
nicht von der Perlen? Boah. Okay, wir sind extrem schnell unter Wasser. Die Lithiumperlen kriege ich auf jeden Fall. Oh, 75 Chitin, das hat sich gelohnt. So, da haben wir bereits den ersten Megalodon, kann das sein? Megalodon Level 8. Na gut, da... Megalodon CM, ja, auf jeden Fall. Aber dann ein höheres Level. Na, wir legen uns gleich mal mit ihm an. Oh, der dürfte... Der hält ganz schön viel aus. Rohes Fischfilet kriegen wir da auch raus. Okay. Die Quallen, ich nehme mal an, die sind giftig. Es ist ein bisschen schwierig von der Sicht her, finde ich, das Ganze. Aber wir verlieren zumindest keinen Sauerstoff. Okay. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir nicht unendlich unter Wasser bleiben können. Aber wir können, so wie es aussieht, dann unendlich lang unter Wasser bleiben. So, das hier müsste Öl sein, was ich hier rauskriege. Bingo. Öl und Steine. Gibt es am Meeresgrund auch. Allerdings, ich habe es mir eh lieber geholt im Schneebiom. Verdammt viele von diesen Megalodons. Ne, hier können wir nichts abbauen, okay. Frage ist halt, wo wir die letztendlich diese Basis hinsetzen wollen. Also hier wäre noch weiter Öl. Wir tauchen mal bis nach unten, mal sehen, was es da so gibt. Es gibt ja auch Unterwasserhöhlen. Wobei meine Basis würde ich schon irgendwo anders da gerne hinbauen. Also von diesem Öl gibt es relativ viel. So, da unten müssten das sind normale Perlen. Können wir aber auf jeden Fall mal hintauchen. Boah. Okay. Werden ja hauptsächlich gejagt, so wie es aussieht. Von dem Delfin aber hoffentlich nicht. Der Megalodon reicht mir eigentlich. Oder helfen die mir? Level 1er. Titanosaurus. Okay, die tun mir zumindest nichts. Das ist schon mal sehr schön. Gut, wir kriegen ja unsere Pfeile wieder. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich... Obwohl, naja, die sind Level 2. Also letztendlich sollte ich es überleben, selbst wenn die mich angreifen. Ernsthaft? Tatsächlich. Oha. Okay, es wird definitiv schwieriger. Unter Wasser. Mega viele von diesen Megalodons. Also ich brauche erstmal auf jeden Fall eigentlich, ja, einen Megalodon für mich selbst. Ich kann mir einen Sattel dafür bauen, damit ich da dementsprechend unter Wasser klarkomme. Aber sind das normale Perlen oder sind das schwarze Perlen? Das werden aber wahrscheinlich eher normale Perlen sein, so wie es aussieht. Frage ist, wo ich dann die schwarzen Perlen, von Skorpion hieß es. So, beide Hände für die Waffe, okay. Siliziumperlen, ne, das sind die normalen. Allerdings, ja, wenn wir schon mal da sind, nehmen wir die auf jeden Fall mit, die wiegen nicht viel. So, hier war noch einer dieser... Da ist er doch. Level 4. Tut mir leid, aber... Was ist denn? Laternenfisch oder sowas in der Richtung. Ja, ja, erst einen auf dicke Hose machen und abhauen. So, ein bisschen Öl. Ah! Okay. Wir haben eine schwarze Perle bekommen. Fehlen noch 69 Stück. Okay, ich kriege zumindest von denen auch schwarze Perlen. Ja, hier ist recht aggro. Level 21er. Kriege ich von dir auch schwarze Perlen. Anglergel. Boah, keine Ahnung, was das ist. Okay, wir fangen langsam an zu frieren. Aber wir haben mittlerweile sehr viele Resistenzen. Das müsste, eigentlich müsste das funktionieren. So, auf jeden Fall einiges an Perlen, was ich hier kriege. Allerdings ist meine Ausdauer weg. Warte. Probe unter Wasser ist ganz schlecht. Okay, ich werde von irgendwas... Wir werden drauf gehen. Oh. Okay, wir brauchen definitiv erstmal einen Megalodon. Das hat so überhaupt keinen Sinn. Auf dem Bett bitte. Problem, jetzt darf ich mir noch einen Taucheranzug machen. Und meine Leiche erstmal wiederholen.
Okay, das mit Benommenheit ist natürlich schwierig. Flugsaurier haben wir hier auch keinen mehr. Den Argentavis habe ich zurückgelassen. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Material für den zweiten Taucheranzug. Den werde ich auf jeden Fall brauchen, weil wir waren relativ tief unten. Da komme ich mit der normalen Luft auf keinen Fall hin. Boah, dann machen wir uns schnell nochmal auf jeden Fall erstmal einen neuen Taucheranzug. Bevor wir irgendwas anderes machen. Und dann brauchen wir erstmal... Wow. Achso, Leder. Leder ist kein Problem. Und dann werden wir uns erstmal einen Megalodon zähmen müssen, weil es hat wirklich so sonst gar keinen Sinn. Na, Moment, das war... Kein Platz mehr? Wirklich? Oh, tatsächlich. Zu viel Metall, so wie es aussieht. Wir nehmen raus ein bisschen davon, stecken das hier wieder rein. Weil das wiegt auch, Obsidian wiegt auch ewig viel. Benzin nehmen wir raus und stecken das dafür rein. So, dann haben wir 1, 2, die Flossen und die Brille. Wir brauchen noch den Anzug und die Hose. Okay, Materialien für den Tauchanzug haben wir ja, relativ viel. Mehr als genug eigentlich. Okay, dann kommt das Obsidian, packen wir hier rein, den Sprit auch, das Zeug hier auch. Der Rest ist egal. Dann einmal anziehen. So. Oh, wir sind noch relativ langsam mit dem Taucheranzug. Ja, wir sind langsamer mit dem Taucheranzug auf jeden Fall. Die Brille ist nervig. Wir legen erstmal die Brille ab. Das könnte an den Flossen liegen. Wir können auch mal die... Ja, das liegt an den Flossen. Okay, das heißt, wir werden jetzt dann zur Küste gehen. Ich zähle mir vielleicht einen Megalodon und versuche dann an meinen Beutel ranzukommen. Wir nehmen dafür, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen den Wolf. Den Raptor. Nehmen wir, nehmen den Wolf mit. Sowieso ein Level-Up, Tragekapazität. Ah, eine Spitzhacke hat er zumindest dabei. 14 Pfeile. Ich habe jetzt nichts, um mich zu verteidigen. Na, vielleicht mal den Pfeil und Bogen zur Sicherheit mitnehmen. Man weiß ja nie. Und ja, ich würde es allerdings so machen. Ja, ich muss mir jetzt erstmal meine Leiche wiederholen. Nebenbei dann Megalodon zähmen und so weiter und so fort. Oh, das ist schon Dillo. So, Tor zu. Heißt letztendlich, ja. Wir werden jetzt das ein oder andere Level mit dem Wolf auf jeden Fall noch machen. Der holt sich auch ein bisschen Fleisch raus. Und dann werden wir ja erstmal den Megalodon zählen, damit wir überhaupt vorwärts kommen. Was denn? Alter Schwede. Ernsthaft? Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng fest. Okay, Planänderung. Wir nehmen einen großen Dino mit. Was war das denn? Ich hing einfach fest. Okay, egal. Für diese Folge war es das Ganze. Wie gesagt, für genauere Infos, wann denn Ark kommen soll, einmal auf meine Kanalseite schauen. Da wird es dann dementsprechend stehen. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Körper wieder. Stell auch mal einen Dino, den ich jetzt mitnehmen werde. Wir nehmen mal dich mit. Stell mal gleich mal auf, nicht neutral, sondern auf... Ja doch, eigentlich neutral passt. Da war mal ein Wolf leider falsch gestanden. Und ja... Dann würde ich sagen, für diese Folge war es das Ganze. Ich hole mir meinen Körper wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!